Heute in der vorläufig letzten Episode des Hochtouren-Grundlagenkurses geht es in aller Kürze, noch ganz kurz, um das kurze Seil. Vorweg, die Grundlagen zum Thema Hochtouren und auch speziellere Themengebiete gehen weiter, nur vorläufig einmal eben nicht, da ich natürlich viele Dinge auch aktiv zeigen möchte und sie auch erst wieder nächstes Jahr für mich, euch und alle anderen relevant werden. Das heißt, die Tagesaktualität bei diesen Themen ist jetzt gerade nicht so gegeben, weshalb wir jetzt dann in die winterlichen Disziplinen einsteigen werden und die Hochtourengrundlagen Ende Mai, Anfang Juni wieder aus dem Winterschlaf holen werden. Aber heute nochmal das kurze Seil. Ich kriege immer wieder Nachrichten, weshalb manche Bergsteiger denn mit einem Abstand von 4-3 Metern unterwegs sind. Das ist doch gefährlich, oder? Das bringt doch eigentlich auch gar nichts, wenn dann wer stürzt, oder? Berechtigte und wichtige Fragen, die geklärt werden müssen. Kurz bevor die Vor- und Nachteile angegangen werden, eine kleine Unterscheidung. Das Gehen am kurzen Seil ist eine typische Bergführerpraxis. Das ist etwas anderes als die Seiltechnik des gleitenden Seils. Hier sind nämlich noch mehr oder weniger solide Zwischensicherungen im Spiel. Das ist der größte Unterschied zwischen Gehen am kurzen und Gehen am gleitenden Seil. Beim Gehen am kurzen Seil gibt es auch keine soliden Zwischensicherungen, sodass die Chance des Seilschaftsturzes natürlich deutlich steigt. Wie kurz das Seil beim Gehen am kurzen Seil ist, hängt ganz stark von der Situation ab. Je steiler es wird, umso mehr Sinn macht es, wirklich wenig Abstand zwischeneinander zu haben. Der Hauptvorteil ist, dass man sehr unmittelbar spürt, was beim Hintermann gerade abgeht. Außerdem hat man durch die Nähe eine unmittelbare Kommunikationsmöglichkeit und Sichtkontakt. Je länger der Abstand wird, umso schwieriger wird das alles. Weshalb gilt, je komplexer oder ausgesetzter die Situation ist, desto näher will ich natürlich auch den Partner bei mir haben. Aber ihr hört schon, es geht irgendwie darum, jemanden bei mir zu haben oder jemanden vor etwas zu schützen. Ein typisches Führer-Gast-Prinzip, das aber nicht unbedingt einen Bergführer voraussetzt. Doch gerade beim geführten Bergsteigen macht es natürlich am meisten Sinn. Denn Voraussetzung für diese Seiltechnik ist jedenfalls, dass der Vordermann im Aufstieg zu 100% sicher unterwegs ist. Man sollte also dem Gelände stets überlegen sein und nicht selbst schon Schwierigkeiten haben, denn dann wäre diese Technik auf jeden Fall ziemlich gefährlich. Der Hintermann kann sich durch diese Technik auch die ein oder andere Unsicherheit mal erlauben, auch wenn es natürlich gefährlich ist, solche Pauschalaussagen zu treffen. Wenn jedoch die hintere Person ausrutscht, hat der Vordermann bei einem straffen, kurzen Seil die Möglichkeit, schnell zu reagieren. Dadurch kann sich die erschrockene Person selbst schnell wieder auf die Beine begeben und wird nicht durch einen plötzlichen Ruck noch mehr aus dem Gleichgewicht gebracht, als sie es eh schon ist. Das alles hört sich zwar leicht an, ist aber in der Praxis auch gefährlich. Stichwort Mitreißunfall. Der Mitreißunfall ist eine reale Gefahr, die gern unterschätzt wird. Wie oft habe ich die kurze Seiltechnik schon ohne Zwischensicherungen bereits am Großglockner oder anderen Klassikern der Ostalpen gesehen? Und es ist auch verständlich, denn auf diesen Klassikern herrscht immer Stress. Dieser Stress wird von allen anderen Seilschaften erzeugt, die einen gern dazu drängen, möglichst schnell zu sein. Das kurze Seil ist hier definitiv eine schnelle und vermeintlich sichere Möglichkeit, aber eben nur vermeintlich. Denn in der Praxis ist diese Technik oftmals leider fehl am Platz. Oftmals wird das kurze Seil aus Faulheit und subjektiver Sicherheit verwendet und damit auch sehr schnell falsch. Es reicht eben nicht, das Seil kurz abzubinden und dann hintereinander fröhlich herumherzulaufen, vor allem nicht, wenn die Seilschaft nicht einwandfrei im Gelände unterwegs ist. Das führt nämlich bei der kleinsten Problematik zu einem Mitreißunfall und diese entstehen vorrangig deshalb, weil die kurze Seiltechnik eben nicht für das schnelle Gehen am Grat nach dem Motto "besser das kurze Seil als gar nichts" gedacht ist. Und vorrangig sieht man aber eben genau das. Um die Technik des kurzen Seils sicher anwenden zu können, müssen drei Kriterien immer erfüllt sein. Erstens, das Seil soll so kurz wie möglich und so lang wie nötig sein, also beispielsweise bis zum nächsten sicheren Stehplatz. Zweitens, der Vordermann im Aufstieg bzw. der Hintermann im Abstieg müssen das Gelände einwandfrei beherrschen.
Und drittens, man muss ständig die Aufmerksamkeit auf das Seil, die Seilführung, das Schlappseil und den Partner richten. Das bedeutet, es ist weniger Platz im Kopf für die eigentliche Kletterei, weshalb sie einem ja auch leicht fallen muss. Wenn diese drei Punkte nicht der Fall sind, ist es gefährlich. Faulheit ist kein gutes Argument für eine gemütliche kurze Seilführung. Das kurze Seil ist eine verdammt effiziente Methode, um schnell in den Bergen auf Graten oder ganz allgemein im felsigen Gelände vorwärts zu kommen. Man darf aber letztlich keinesfalls die Risiken unterschätzen. Das Risiko eines Mitreiseunfalls steigt deutlich. Beim Sichern vom Stand zu Stand ist diese Gefahr ja praktisch vollkommen vermeidbar. Am kurzen Seil eine stets omnipräsente Möglichkeit. Die Tatsache, dass Bergführer diese Seiltechnik anwenden, heißt nicht, dass sie einfach so nachgeahmt werden sollte. Besonders hervorheben will ich an dieser Stelle aber vor allem noch die sinnvollen und sinnlosen Anwendungszwecke. Wenn es Unsicherheiten innerhalb eines Teams gibt, kann das kurze Seil eine große psychische Unterstützung für die unsichere Person sein. Außerdem sinnvoll ist die Technik, wenn man schnell zwischen abwechselnden Geländeformen wechseln muss. Das beste Beispiel wäre ein Wechsel von einem auf den anderen Gletscher mit leichten Felspassagen dazwischen. Wenn man weiß, was man tut, ist hier das kurze Seil perfekt. Es ist deutlich schneller als das Aufnehmen des kompletten Strangs mit erneutem Abziehen und Aufteilen, wenn es wieder für einen Gletscher gebraucht wird. Alles in allem ist das kurze Seil aber eine Methode, die nur in sehr begrenztem Rahmen eine sichere Anwendung findet. Um ganz ehrlich zu sein, die meisten Fälle vom kurzen Seil in klassischen Seilschaften sehen für mich von außen vor allem gefährlich aus. Zumindest so weit, als dass die Wahl, seilfrei zu gehen, jedenfalls die bessere gewesen wäre. Insofern denkt drüber nach, ob das kurze Seil situationsbedingt wirklich die beste Idee ist. Schwieriges Thema jedenfalls zum Schluss. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal die mangelnde bildliche Untermalung entschuldigen. Wir haben hier mittlerweile definitiv winterliche Verhältnisse, aber ich glaube, das war heute ohnehin eher ein Thema zum Zuhören, weil ja doch immer sehr situationsabhängig. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch, wie immer, eine wunderschöne Zeit und nächste Woche Dienstag beschäftigen wir uns dann erstmal mit der Sicherheitsausrüstung im Winter, also was man bei Wintertouren alles so braucht, um halbwegs sicher unterwegs zu sein. Bergheil!